Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und es freut mich ganz besonders, nach längerer Zeit ist er wieder dabei. Dead Keen is back aus dem Clan Metox. Hier mit dem 8er Leit der deutschen Fraktion HWK-12 auf der Map, die wir auch schon lange nicht mehr hatten. Chinesische Mauer im Südosten gestartet. Reines 8er Gefecht, fährt hier in die Mitte zum Spotten. 20 mal AP dabei, 25 mal Heat als Premium-Munition dabei, 5 mal AE, kleines Red-Kit, kleines Big-Kit und Schokolade. Reload-Zeit 6,86. So, wir haben hier 3 Heavys, 5 mittlere Panzer, 4 TDs, 2 Light und einmal die Art. Hier runter kommt schon der TV-Wagen. Schlagabtausch da mit dem LHMTV. Dann hier noch ein Even and 90. Ja, da gibt es schon welche rein. Hälfte der Hitpoints ist schon weg. Da muss er aufpassen. Keine Sorge, das geht noch weiter. So, nochmal den ELC EVE 19. Einer verpassen und weg damit. Jawohl, den hat sich der Panther 2 gegönnt. So, jetzt hat er vom TV-Wagen nochmal 231 abgezogen gekriegt und ist bei 214 Hitpoints. Meine Güte, viele HP flöten gegangen. Aber so ist das manchmal. Keine Sorge, da kommt noch was zusammen. Ja, er ist hier im Zug mit 2 aus dem Clan XGN. Aber ich erwähne die nicht weiter. Ihr seht das gleich im Verlauf, warum ich die nicht mit benenne. Das ist ein freigebildeter Zug am Anfang. Wer wen eingeladen hat, weiß ich nicht. Aber ich erwähne die nicht weiterhin. So, der TV-Wagen da oben hat 173 Hitpoints noch. Ja, da könnt ihr die Art immer ein bisschen reinhalten. Wird drum gebeten. Ja. Die M40, M43. Ein bisschen längerer Reload. So. TV-Wagen ist auch raus. T44 Deckenseite ist raus. 3 zu 2. Oh, eben noch 3 zu 1, jetzt 3 zu 2. Weiter geht's im Programm. Da ist die Flunders, Objekt 416, einzielen und da prallt er ab, ja. Bei der Flunder prallt man schon mal ab. Nochmal Schüssen hinterher. So, jetzt eben da oben auf die Durchfahrt, beziehungsweise auf den Hügel. Da haben wir P44 Pantera, schön in die Seite rein. Pershing haben wir da noch. Und dann hier so einen unaussprechlichen M6, schlag mich tot. Wie heißt der? Ich gehe mal schnell drüben. Luxen, wie das Teil heißt da. M6A2E1. Ja, das ist ja nicht der unaussprechliche. Das ist ja dieser 8er Heavy. Aber er hat ja auch einen bescheuerten Namen. So, Pershing. Der ging durch. ...3 zu 4, sind bei 1176 Damage, 222 Aufklärungsunterstützungsschaden. Nochmal ein Blindschuss hinterher. So, die Su 130 PM hat es leider erledigt. Die ist in die Garage gegangen. Wir gucken gleich mal nach der Mission. Teilmission hat er schon erfüllt. Nochmal ein Schuss hinterher. Wir gucken mal schnell die Mission, ja? So, das Block 1, rauchendes Rohr in Richtung Objekt 279F. Ja. Ja, das rauchende Rohr von ihm hat 9 Ringe, das heißt 3 Gunmarks, also bedient er den HWK-12 schon ein bisschen länger und erfolgreich. Renegade, jawohl, den konnte er penetrieren und rausnehmen, erster Kill. Oh, P44 Pantera. Denk. Schwupps. Raus damit. Zweiter Kill. Pershing geht auch raus. Da haben wir noch einen Progetto 46. Er kommt hier an. Oh, da muss er aufpassen. Das ist ja nicht der. Ah, der Schuss ging daneben, Gott sei Dank. Das hätte sein Ende sein können. Jetzt geht es hier Ringelreihe um das Haus. Der Progetto 46 will unbedingt hier den HWK haben. Eben auf ihn.
Ui, hat er Glück gehabt in die Kette. So, der Projekt 46 wird zum Glück rausgenommen. Vom VK-101P, glaube ich. Der hat sich den gegönnt. Kuschel mit dem eigenen Borast ein bisschen. Ich glaube, der Borast ist vom anderen Ufer. Der ist am Hinterteil rangefahren. Ach, kleiner Spaß an dem. Ist ja auch egal. So, Scorpion G. Rums macht die Kiste. Jawohl, und weg ist er. 10 zu 7 steht es. 2298 Damage. ...626 Aufklärungsunterstützungsschaden. So, alles, was auf der Gegenseite noch ist, kann ihn rausnehmen. Da ist Su-14-2. Die russische 8er Arti. Ja, Su-130 PM. Ja, 530 zieht ihr ab. Da muss man auch aufpassen. Ah, ja, Gott, einen Schuss drauf nehmen. Oder geben, besser gesagt. Nehmen nicht. Und jetzt die Arti. Da fliegt die Granate drüber weg. Aber jetzt ist die Arti raus. Ein dritter Kill. Jawohl, dann konnte der Schuss in die Su-130 PM machen und die beiden Teammitglieder Panther 2 und Borast haben die Su-130 PM rausgenommen. So, nur noch den VK-101P und den zweiten Scorpion G. Der steht noch Full Life da hinten. Er kommt da nicht mehr weg. Er wird jetzt weggefrühstückt, auch wenn er zugeht. Die Granate ging rein. Ja, jetzt scheint er ein bisschen nach hinten gefahren zu sein. Da ist ein Baum gefallen. Ne, ich glaube nicht, dass er da steht. Ah, die hält noch mal rein. Er ist hinter den Stein gefahren. Wenn nicht sogar hinten rum. Nein, hinter den Stein ist er. Ja, vorbeifahren, einfach mal einen Schuss setzen. So, der VK. Wollte ich gerade sagen, hat noch 600 Hitpoints, aber der hat auch gerade einen reinbekommen und hat nur noch 187 oder was ist das? Ne, 117. 13 zu 10 immerhin, ne? Da sind die 14 HP vom Scorpion G und dann nimmt er den Scorpion G raus. Vierter Kill. Am Anfang so viel HP verloren und mit den 214 HP bis zum Ende durch und noch weiterhin das Team unterstützt und sogar noch einen Panzer rausgenommen. So, jetzt schauen wir mal, wo der VK hingefahren ist. Verstecken kann er sich doch nicht. Ist er da hinten runtergefahren? Wirklich? Na, ja, ich glaube, der ist dahinter runtergefahren. Hinten rum. Richtung Cap. Vermute ich. Aber nein, da ist er. Ganz andere Richtung. Ach, das hätte ich ja nicht gedacht. Und der Tetkin war auch etwas überrascht. Zum Glück ist der VK. Rums macht die Kiste, Silvester und Arti nimmt den VK raus und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift hat er genannt, HWK 12 nur. Und dann ist das hier ein Panzer. Dann haben wir Speer, Schläger, Kämpfer, Wirkungsfeuer, 61.654 Credits, XP kommen wir später, 35 von den Anleihen, Unterstützermedaille und der gemeinte Teamscore. Ja, 3.635 Damage, 4 Kills, 1.408
Basel XP und die beiden anderen hier, die lassen wir mal ganz außen vor. Deswegen habe ich die auch nicht genannt. Ja, das kann man sich sparen. Dann hier Deten Report. 25 Mal geschossen, 21 Mal getroffen, 17 Mal durchschlagen. 470 Damage, über 300 Meter. 1804 Aufklärungsunterstützungsschaden weiterer Mitspieler. Gefahren 4,6 Kilometer. Dafür gab es 37.366 Credits. Abzüglich Repair-Munition, die nicht so ganz billig war. Dann hier noch ein, dann natürlich, ja, Munition und dann hier Ration und Kit abgezogen, macht 79.320 Credits. Miese, das Ganze in 9 Minuten 31, dann die Basis-XP mal 2 für den ersten Tagessieg, dann persönlichem Missionsbonus 4.224 XP und Platoon-Bonus 317 XP, macht 8.765 XP und 210 freie Erfahrung. Ja, schöne kleine Runde mit dem HWK12 und den Ted Gindy ist back. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.